Hello Ulrike, pour les amis Uli. Pourquoi être venu dans une école de crêperie? Vor vielen Jahren, ich bin zum ersten Mal in die Bretagne gekommen und habe diese Crêperien überall erlebt und war davon so begeistert, dass ich diese Idee in meinem Kopf festgesetzt hat. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt ist der Zeitpunkt, diese Idee tatsächlich umzusetzen. Danke. Quelle est ta vision, quelle est ton idée de création de crêperie à Dresden? Ich war von diesen Crêperien oder bin von diesen Crêperien hier in der Bretagne so begeistert, dass ich sage, so etwas möchte ich in Dresden etablieren. Eine authentische bretonische Crêperie, die so aussieht wie eine Crêperie in der Bretagne. Und die vor allem schmeckt wie in der Bretagne. Ja, klar. Okay. Uli, pourquoi as-tu choisi mon école, l'école d'Heroic? Es war ein Riesenzufall, dass ich im Internet überhaupt darauf gestoßen bin, dass es Schulen für Crêpes gibt. Das wusste ich nicht. Mhm. Und dann habe ich mir verschiedene Schulen angeschaut und habe festgestellt, dass du eine Schule hast für Professionals, ja. Für Leute, die tatsächlich Crêperien in verschiedenen Ländern schon eröffnet haben und das in ihre Crêperien erfolgreich betreiben. Ah, merci, c'est gentil. Mhm. Hier, ja. Tu m'as dit que c'était un peu compliqué, un peu difficile de créer une, de faire une crêperie en Allemagne. Pourquoi? Ja. Viele Leute in Deutschland kennen Crêpe ausschließlich von Volksfesten und von Weihnachtsmärkten. Und häufig haben diese Crêpes dort keine gute Qualität, weil es wird einfach ein bisschen Nutella draufgegeben oder ein bisschen Schokolade. Und das war's. Und als ich dann guten Freunden erzählt habe, ich will eine Crêperie in Deutschland eröffnen, haben die mich gefragt, was ist eine Crêperie? Und dann habe ich gesagt, das ist ein Restaurant für Crêpe. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, ja, ja, für Crêpe. Und was gibt es sonst noch? Was gibt es zu den Crêpes dazu? Und viele Leute in Deutschland wissen gar nicht, dass es neben den süßen Crêpes auch die Galettes gibt, die herzhaften Crêpes. Und das ist schwierig, den Leuten erstmal zu zeigen, was eine Crêperie überhaupt denn ist. Bien. Maintenant, Uri, I'm trying to say in English. I would like to tell you that I was really enjoy to meet you and to learn you crepe pancakes skillet. Yeah. Okay, and maybe another day. Thank you so much. Thanks so much. Thanks too. In Dutch, danke. Danke dir. Merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je t'invite bien sûr à rejoindre la chaîne YouTube en activant la petite clochette et bien sûr de rejoindre le groupe L'Heroic sur Facebook, L'Heroic L-E-R-O-I-C, pour partager tout plein de choses avec des passionnés comme toi. À très bientôt. Merci.